Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me, wieder in den Slums von Neo Paris. Und ich habe gerade gesehen bei Steam, nachdem ich Xmas besiegt habe, habe ich auch eine passende Trophäe bekommen, und zwar Weihnachten ist vorbei, damit wisst ihr alle Bescheid. Wir müssen jetzt wieder zurück zum Leaking Brain und zu Tommy Denville, müssen Johnny Greenteeth finden. Kein Umtausch, keine Rückgabe, basta. Ja, so macht man sich, glaube ich, Kunden. Aber lassen Sie uns mit einem Lächeln zurück, das Ding ist nicht neu, so gut wie frisch. Na, so gut wie frisch hört sich ja schon mal hammergut an. Körperschmuck und Farbe, supi. Jetzt ist das Problem, wo muss ich denn oder wo soll ich denn lang? Was steht da? Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ja, kein Problem. Lassen Sie uns mit einem Lächeln... Okay, jetzt wiederholen sich die Texte, glaube ich, ein bisschen. Was steht hier? Kaufen Sie eins, bekommen Sie das zweite zum halben Preis. Das haben wir auch schon mal gelesen. Also, nichts Neues. Steht hier was Cooles Neues? Fragen Sie nach der Spezialität des Tages. Nee, irgendwie will ich das nicht. Oh, hier gibt's... Moment, was? Verwenden Sie Ihren Spammer, um Türschlösser zu blockieren. Und drücken Sie... Ach so, ja. Das ist irgendwo in irgendeiner Ecke, wo was wie was. Moment. So. Ach so, ein geiler Scheiß. Jetzt weiß ich aber nicht, da muss ich da bestimmt da nachher wirklich auch hin. Moment, hier ist doch das Bild. Was kriegen wir hier? Einen neuen Patch und ich habe einen neuen Lebensbalken. Juhu! Okay, jetzt die Frage, wo muss ich denn hier letztlich lang? Muss ich da lang oder muss ich da hinten weiter? Ich möchte jetzt nicht wie vorher irgendwas verpassen. Happy Hour. Keine herumlauern. Ja, Bob, ich meine dich. Ich glaube, Bob ist doch der Typ, der da gesoffen hat im Leaking Brain, der uns zugucken wollte, als wir uns umgezogen haben. Dieser Schlingel. Aber gut. Was klebt denn da an der Wand? Was ist das? Scaramax sind Parasiten, die sich von Energietransfers aus der Umgebung ernähren. Achten Sie auf das charakteristische Geräusch, das sie verursachen, um sie aufzuspüren und zu töten. Was kann ich mit dem machen? Kann ich die töten? Nö. Muss ich mich von... Die Sache hier geht den Bach runter. Achso, die hängen da einfach nur. Ich kann mit denen aber weiter nichts machen. Alles klar. Moment, was ist das hier? Achso, das ist nur das Holz. Verstehe. Der Chef der Saber-Einheit, Captain Hartkante Trace, versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Neo Paris. Während Notfallteams die Saint-Michel-Flut nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Terroristenführer Edge dieses unverschämten Sabotageakts. Die verpatzte Festnahme der perversen Gedächtnisräuberin Nilin, Terroristin und aktuelle Spießgesellin von Edge, scheint dies zu bestätigen. Der Chef der Saber-Einheit, Captain Hartkante Trace, versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Neo Paris. Während Notfallteams... Achso, jetzt wiederholt er sich einfach. Wie kann man denn bitte jemanden Hartkante als Spitznamen nennen? Was ist das denn für ein scheiß Name? Jetzt mal ohne Scha-Eis. Scha-Eis. Was hier? Durch Regierungsbeschluss geschlossen. Das ist natürlich ärgerlich. Warum bin ich denn überhaupt pervers? Hier essen oder mitnehmen. 13 Euro. Alter, was geht hier? Da war ein Leaper. Warum ist hier so eine krasse Musik auf einmal? Ist das hinter mir her? Alles gut. Da hat doch gerade einer gesagt, sie ist hier, wenn ich mich nicht verhört habe. Was mit ihr hier? Habt ihr euch gerade an ihr zu schaffen gemacht? Ihr Drecksleeper. Kann ich hier irgendwo was aufhebeln? Ne, scheint nicht so. Krautcreme, ihr habt alle so ein an der Waffel, ohne Scheiß. Da sind immer noch welche. Gesetze. Eine neue Combo ist im Combo Lab verfügbar. Drücken Sie, um das Sensor mehr aufzurufen. Okay. Was ist denn neu? Was ist denn das für eine Combo? Geiler Scheiß. Finde ich cool. So, ach, die Impression wurde bereits verwendet. Ja. Okay. Also gut, das ist jetzt dumm. Aber gut. Das ist, wie es ist. Jetzt brauche ich noch einen Kick. Was mit dem Kick?
Ich habe aber nichts zum Freischalten, ich darf nicht. Na gut, die werden auch beide benutzt. Jetzt nehme ich einfach mal das Teil und jetzt habe ich aber gar keinen Kick mehr übrig. Die werden alle schon benutzt. Die sind noch nicht verfügbar, den müsste ich erst freischalten. Das ist ja ganz schön doof. Ja, das wird auch schon benutzt. Ja, weiter kann ich nichts machen. Also egal. Ich knall einfach weiter auf die rauf. Junge, was soll das? Don't kick me. Alter, hör auf damit. Das finde ich nicht nett von dir, dass du so etwas Schlimmes mit mir tust. Don't touch it, sonst klatscht it. Verstehst du? Ja, jetzt fall doch mal um, Junge. Du bist doch ganz schön hartnäckig. Na, geht doch. So, Moment. Hier irgendwo müsste doch das Päckchen sein. Vielleicht hier, da hinten? Da hinten. Sehe ich es doch. Noch ein SAT-Patch oder ein SAT-Patch. Wie ich es jetzt einfach mal nenne. Das Feuer. Ist hier noch irgendwas? Ich glaube, diese komischen Fotos, die zeigen ja immer nur, wo so eine Set-Patches sind. Hier sind Ratten. Sehr lecker. Gehen wir einfach mal weiter. Okay, da muss ich wahrscheinlich hin. Was ist hier? Hier ist nix. Na toll. Man hätte hier wenigstens mal Nessus. Hier, wozu? Was bringt mir denn der Aug-Kompass? Ich habe keine Ahnung. Ist ja auch unwichtig. Fubar. Das Ding bewegt sich. Warum? Ich gehe einfach hier außen rum. Alter. Aber hier ist ja auch nichts drin. Warum ist hier denn nichts? Was soll das? Da kann ich aber auch nicht kaputt schießen. Na gut. Vielleicht muss ich irgendwie klettern, aber erstmal hier hin. Ach so, ah, alles klar, ich verstehe. Jetzt kann ich hier das Tor aufmachen und schon bin ich da außen rumgelaufen. Haha. Alter, ihr seid doch alle verrückt. Verrückter Mongo. Da muss ich wahrscheinlich runter. Gucken wir erstmal hier. Hier ist nichts. Ich will mir das mal kurz anhören. Ich erinnere mich an nichts, ich kann noch nicht. Alter. Wo lauft ihr alle hin? Das frage ich mich jetzt mal, was hier. Kevina. Geiler Name. Oh, rund um die Uhr geöffnet. Aber jetzt ist leider eine private Feier. Irgendwie finde ich diese Nessus-Pakete gar nicht mehr. Was ist das hier? Ist der Straßenstrich? Einladende Ecke auf jeden Fall. Na, wer will da nicht mal hinwegstecken, Jungs? Muss man ja mal so sagen. Ich laufe mal ein bisschen weiter. Warum gibt es hier denn keine Nessus-Pakete? Was ist denn hier los? Ich möchte doch mehr über die Welt erfahren. Oh. Ja, warst du wohl nicht zu schnell drauf? Ich heile deine Traurigkeit. Aha. Nimm meine Augen. Alter, da kommt schon wieder so ein Fetter. Weg mit dir. Okay, ich würde mal sagen. Ich würde gern. Hallo? Hallo? Okay, das geht irgendwie da. Feuern Sie mit dem Spammer auf Marodeure, die von den Wänden hängen. Halten Sie LB gedrückt, um einen anzuvisieren. Halten Sie. Achso, okay. Da kann ich auch das hier wechseln und dann RB zu feuern. Ja, das ist mir mittlerweile ja bekannt. Cease. Achso, ich hab geceased. Nee, vergiss mal. So nicht, mein Freund. Ich knall einfach mal hier ein bisschen rauf. Oh, oh. Das war nicht so eine coole Idee. Jawohl, dann gib mir mal die Sansen-Raserei, dann knall ich die mal alle weg. Wo bist denn du? Ach, der haut ab, der Spacken, ey. Ist doch scheiße. Das kannst du vergessen! Ja, leider hat es irgendwie jetzt nicht so viel gebracht. Das ist natürlich schade. Aber gut, ich muss. Verdammt. Komm mal runter. Und ich würde auch gern angreifen. Oh, er greift weiter an. Ich muss halt ein bisschen. Ich muss erst die alle killen. Und dann läuft das. So, ausgewichen. Nein, schießen.
Jetzt komm da runter, du Mongo. Oh, mach ihn kaputt. Oh, er ist kaputt. Da kommen noch mehr. Was soll das? Ah, das ist ziemlich frech von euch, Kinder. Schade ist, dass man nicht irgendwie noch kontern kann. Das wäre noch ganz cool. Verdammt. Ich wollte doch schon ausweichen. Ich habe doch auf Ausweichen quasi gedrückt. Mann, der Dicke da, der macht, der nervt, ey. Jetzt mach die kaputt hier und gut ist. Und du auf mich zu schlagen und zu mich zurückhauen und dann wirst du rumheulen und das wollen wir ja auch nicht. So, komm mal her. Hässige Kanalratte, jetzt bist du noch du da, ne? Okay, mein Freund. Du kriegst jetzt richtig derbe in die Fresse, ohne Scheiß. Da kenne ich jetzt mal überhaupt nichts. Hier kriegst du auch nochmal einen Kick, noch einen Kick, einen Schlag, einen Kick, alles. Alles, was du dir nicht hättest vorstellen können. Alter, der kann immer noch schlagen, das ist aber krasser Scheiß. Komm schon. Stirb einfach. Na, geht doch. Junge, Junge, Junge. So. Okay, da... Ne, das ist ein Dach. Das sind Mauern, Dach. Hier oben vielleicht. Ne, aber da kann ich gar nicht hoch. Aber ich kann ja das hier benutzen. Und ich kann auch das hier benutzen. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken. Das könnte da hinten sein. Oder? Ich guck mal noch kurz das Bild an. Da ist auf jeden Fall so ein Vieh drauf. Ja doch, ich denke mal, das wird... Ja, da wird das irgendwo sein. Ich denke einfach, dass es da sein wird. Sieht auf jeden Fall durchaus realistisch aus. Moment. Moment. Komme ich hier noch irgendwo anders lang? Wo komme ich denn jetzt? Wenn ich da lang kletter, bin ich da ganz woanders. Da will ich da überhaupt nicht hin. So. Komme ich vielleicht hier irgendwo noch rauf? Ne, ich glaube nicht. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, dann hoffe ich, dass mich der Weg über Umwege dorthin führt. Das wäre ziemlich nett. Ich weiß auch gar nicht genau, wie lang die Folge hier wird, weil ich ein bisschen zu spät vergessen habe, meine Stoppuhr anzumachen. Deswegen könnte das durchaus sein, dass es ein bisschen länger wird. Aber ist ja kein Problem. So, Moment. Ah, warte mal. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. Muss ich hier eigentlich... Wo muss ich denn eigentlich weiter? Okay, hier geht es nicht weiter. Ich weiß auch nicht... Hier runter könnte durchaus sein, dass ich dann da hinten weiter muss. Aber ich gehe erstmal hier lang. Ja, super, Nilin. Du sollst aber hier hinklettern. Dankeschön. Und nochmals sei bedankt. So, okay, hier kann ich einfach runter. Und hier irgendwo da hinten ist es doch. Ich hab's entdeckt. Noch ein Sapatch. Dann geht's hier mal wieder hoch. Ja, hier hoch. Danke. Also ich vermute einfach mal... Achso, nee, falscher Knopf. Ich muss ja R1 hier drücken. Und ich vermute mal einfach, ich muss hier runter. Na, scheint auch richtig zu sein. Jax, diese Werbung, die kenne ich. Ein gutes Zeichen, Schwester. Dein Kerngedächtnis hat der Behandlung widerstanden. Happy Place, hier wurde der Spaß. Toll, toll. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn. Zu seinem 25. Geburtstag ist Jax nun wieder da. Juhu. Mit tollen Neuheiten, die ihn zum beliebtesten Spielzeug der Saison machen. Möchte auch Jax ein. Der Panda, ein Happy Place Produkt. Happy Place, hier wohnt der Spaß. Geil. Jax weiß alles. Jax kann alles. Neo Paris Orientierungspunkt. Da möchte ich doch direkt mal schauen, wo war denn das? Nee, die Gründung habe ich schon. Moment, Slum 404. Ja, ich denke, Slum 404 wird sein. Mal kurz gucken. Slum 404. Aus den Ruinen des Bürgerkriegs entstanden ist Slum 404 eine gewaltige, teilweise überflutete Barackenstadt, die sich aus den Trümmern eines von Tremora-Bomben verwüsteten Paris erhebt. Slum 404 ist eine der manchmal auch als Deep Paris bezeichneten, in Trümmern liegenden Bezirke, die auf ihre Restaurierung warten.
Die Bewohner von Slum 404 erdulden raue Lebensbedingungen in der chaotischen Stadtumgebung mit schmutzigen, baufälligen Gebäuden und einer sozial benachteiligten Bevölkerung, die sich oft in extremer psychologischer und sozialer Not befindet. Geografisch betrachtet handelt es sich bei Slum 404 um ein Labyrinth aus Inseln und Häuserreihen, die durch aus Erdrutschen entstandenen Abgründen voneinander getrennt und einem Netzwerk aus notdürftigen Überführungen miteinander verbunden sind. Der Transport in die Slums erfolgt hauptsächlich über Boote entlang der durch die verschiedenen Schleusen entstandenen Kanäle, die das Gebiet durchziehen. Das Wasser wird selten geklärt und enthält eine Reihe von Krankheitserregern und Giftstoffen. Die erbärmlichen Hygienebedingungen in den Tiefen des Slums beschneiden dramatisch die Lebenserwartungen seiner Bewohner. Einige Nachbarschaften hoch über den Trümmern und dem Schutt sind besser organisiert und nun zu florierenden Wohnbereichen geworden. Der beachtlichste unter ihnen ist zweifellos das Plateau, Heimat der Bar Leaking Brain. Ein Etablissement, das weit über die Grenzen von Slum 404 hinaus berühmt ist und in dem man durchaus auch wohlhabende Bürger auf der Suche nach dem gefährlichen Nervenkitzel anzutreffen vermag. Die störenden Lieper schleichen tief in den verlassenen Tunneln und überfluteten Durchgängen umher, die noch aus der Vorkriegszeit stammen. Niemand wagt sich hier hinunter, außer jene, die den Verstand verloren haben oder Erinnerungsjunkies, die dem Tode nahe sind. Wenn man den Geschichten aus der Nachbarschaft glauben kann, hat sich hier der alte Einsiedler von Slum 404, Johnny Greenteeth, eingenistet. Einige sagen, dass die giftigen Dämpfe, die nachts aus den Löchern aufsteigen, das Stöhnen und Schreien des Einsiedlers in die Slums hinauftragen. Haben wir auch ein bisschen mehr zum Slum 404 erfahren? Und wir haben das ja auch schon gehört, diese Schreie, ganz am Anfang. Alter, was geht denn hier ab? Was bist du denn? Die sind auch überall, die kleinen Kackwürste, ey. Das ist doch scheiße. So, nee, hier kann ich nirgendwo lang. Jetzt muss ich ja dadurch, dass ich den Handschuh habe, auch mal ein bisschen genauer auf die ganze Umgebung achten. Aber bisher... Ach, hört da auf. Was soll das denn, ne? Moment. Ach, wisst ihr, was ich jetzt mache? Hier. So. Ihr kriegt alle auf die Fresse. Alle auf die Fresse. Da kenne ich doch nix. Ah, das ist natürlich blöd. Ach, ich muss die auch abschießen, ne? Damit die da runterfliegen. Die kann man nicht überlassen, wa? Nee, 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 vergiss mal. Don't touch me, please. Oh, Alter, ich habe ganz schön viel Leben verloren, sehe ich gerade. Da sollte ich mich doch mal drum kümmern. Damit ich das mal wieder ein bisschen auffrischen kann. Und jetzt hauen wir die einfach so wieder ein bisschen zu Klump. Macht der Spaß. Ach, Junge, geh weg da. Kannst, wenn du willst, auf mir... Drücken Sie, um das Sensor-Menü aufzurufen, okay? Okay. Warum? Kettenimpressen. Dupliziert die Vorgänge der Impressen in der Combo und vervielfacht ihren Effekt. Cool. Ach, denken Sie ebenfalls daran, dass je weiter hinten eine Impression in einer Combo platziert ist, umso größer ihre Effekte sein wird. Dies betrifft auch Kettenimpressions. Verwenden Sie die neue Impression, um eine Combo zu erstellen. Je länger eine Combo ist, desto kraftvoller wird sie. Oder so, ähnlich. Dann kann ich das doch eigentlich dafür nutzen. Das finde ich doch ziemlich cool. Ah ne, das geht nicht. Warum geht das nicht? Wie kriege ich denn die eigene... Achso, so kann ich die alle entfernen. Das ist geil. Ach, warum darf ich die denn nicht benutzen? Das ist doch voll der Rotzi. Rotzi-Kotzi. Jetzt kann ich die benutzen. Okay. Ich möchte hier mal komplett Kettenimpressions einsetzen. Wollte ich nur mal gucken, was mir die so bringen. Ich habe zwar hier nur Kicks, aber ist egal. Plus, ah, dann kriege ich noch so einen Bonus von 20 PMP. Alles klar. Jetzt habe ich natürlich vergessen, wie muss ich denn mit der Kettenimpression anfangen. Moment. Ja, ach du Scheiße, das ist ja wieder so einer. Das ist natürlich clever. Ich habe nämlich voll vergessen, wie ich die anfangen muss. Also mit X, also mit Viereck. Dann Kick, Kick. Okay. Also mit X fange ich an. Ich muss hier mal kurz weg. Ich muss hier mal kurz weg. So. Mann, verdammt. Mann, jetzt hör mal auf. Ich will doch mal den Impressen hier probieren. Was soll da? Ach so, cool. Weg. Lass mich in Ruhe, bitte. Oh, 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 oh.
Hier, du komm mal da runter. Alter, voll geil. Im Flug quasi. Ach, verdammt. Das wird mir ein bisschen zu kritisch, die ganze Geschichte. Halt's Maul, Junge. Ah, ich muss ja zweimal drücken. Ich vergesse das irgendwie immer. Schieß ihn runter. Geht doch. So, jetzt aber. So, 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 so. Verdammt, ich muss ja auch ausweichen. Das sollte ich mal immer nicht vergessen. Nee. Das will ich nicht, dass du mich haust. Hast du nicht zugehört? Ich möchte nicht, dass du mich haust. Ich glaube, du hörst... Alter, ich bin gleich tot. Verdammt. Komm mal da runter. Verdammt, ich krieg irgendwie keinen richtig mehr angegriffen, weil der Fette da immer ein bisschen nervt. Alter, das ist ja voll nervtötend hier. Was soll das? Ich muss da, glaube ich, mal das hier einsetzen. Das geht ja quasi überhaupt nicht anders. Aber die sind ja immer alle weg. Was soll das? Komm her. Alter, ich bin gleich tot. Nur mal so am Rande. Ach, gegen wen hätte ich jetzt eigentlich mal einsetzen können, aber ist ja egal. So, erstmal dich kurz kicken. Na, wenigstens ein bisschen Leben wieder zurückgewonnen. Alter. Jetzt ein bisschen Leben wieder zurückholen. Das war knapp. Okay, der ist tot. Jetzt kann ich doch mal gegen dich endlich die komische... Nee, verdammt, ich muss so anfangen. Nein! So muss ich gar nicht anfangen. Ich muss so machen. Alter, ohne Scheiß. Hör auf, das zu blocken. Verdammt. Ach komm, Junge, weißt du was? Jetzt geh mir nicht weiter auf den Piss. Hier, kriegst du einfach in die Fresse und dann ist gut. Das kann nicht sein, dass du mich so nervst. Shut the fuck up. Bitch! Geht doch. Ja, quasi kein Problem. Was haben wir denn hier? Ach, eine Leiter. Also, ich kann hier nicht weiterspringen, dann werde ich die wohl auch brauchen, die Leiter. Behaupte ich einfach mal. Klettern wir mal schnell hier noch rum, da auch. Und hier hoch, ah ne, hier noch gar nicht hoch, denn ich muss noch hier hinspringen. Und hier. Warum kann ich hier runter? Warum, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns auch in der nächsten Folge von Remember Me mit Nidin auf dem Weg wieder zum Leaking Brain. Bis dann. Haut rein, Leute.